Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir sind hier in einer heftigen Schießerei und beobachten einfach nur. Scheiße, meine Augen sind zerstört. Nein. Sie sind verhaftet. Keine Dummheit. Achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Nähe eine oder mehrere mögliche Zielpersonen befinden. Ich brauche Deckung. Um ein Problem. Nein, 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 gib mich da! Nein! Scheiße! Fuck, der ist dann nicht weggegangen. Die Maske muss hier irgendwo sein. Oh, langsam krieg ich echt Wut. Das muss doch irgendwie zu knacken sein. Kann er langsam nicht mehr angehen hier, ey. So, das machen wir aus. Das machen wir aus. Jetzt holen wir das Ding. Moment! Sie müssen jetzt ein... Alarm wegen eines möglichen Kriminellen in Ihrer Nähe. Over. Er ist verwundet! Nach, fuck! Das geht so nicht. Ich kann da nicht so reinstürmen. Ich muss das echt geschickt machen. Okay, es ist... Das macht mich so wahnsinnig, ey, gerade. Das macht mich so herbe wahnsinnig. Pass auf, ich halte mich jetzt hier großartig raus erstmal. Und hole jetzt erstmal mein Quadro-Ding und der soll jetzt erstmal diese ganzen Bands darauf hetzen. So. Schnappen wir uns diese neugierigen Mistkerle. Machen wir sie fertig. Wie sind die eigentlich aufgetaucht? Achso, die kommen von da hinten, okay. Einer ist aber schon tot. Du überweist mir mal Geld. La Escopeta kommt zu euch und regelt das. Was? Habe ich hier nicht den perfekten Platz? Haltet die Augen auf.
Ich mach mal jetzt hier ein bisschen Terror. Wenn die Scheißkerle versuchen, in unserem Gebiet ihr Zeug zu verticken, fließt Blut. Die Gangs hauen jetzt wieder ab, oder was? Scheiße. Was? Die Einsatzleitung. Wir erhalten Meldungen zu einem ausgelösten Alarm am angegebenen Standort. Mir kann ja jetzt hier soweit noch nichts passieren, ne? Er redet nicht von mir. Dieser Scheißkopfhörer. Scheiße, er ist weg. Lass uns Schluss machen. Ich brauche aber kein Geld. Ich muss irgendwo mal was aufladen. Du explodierst? Bei dir kann ich nichts großartig machen. Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen kniffliger hier alles. Alarm aktiviert. Position gesendet. Wochenende 10-13. Notruf. Worum geht es bitte? Je länger es dauert, desto angepisster sind wir. Seitdem ein Bewegung. Danke für das Geld. Oh mein Gott, hier sind noch viel zu viele. Wer hat denn da den Notruf gerufen? Wie viele sind das jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheißkerle wollen sich mit uns anlegen? Auf geht's! Hab ihn verloren. Er muss in der Nähe dranbleiben! Fraktion sucht jetzt das. Ja, jetzt kommt. Komm. Es gibt Berichte über einen ausgelösten Alarm in ihrer Nähe. Erbitten Anweisung. Da sind schon die zwei. Wir buchten sie ein. Bleiben sie, wo sie
sind. Bleiben Sie, wo Sie sind. Okay. Ah, jetzt muss ich erst aufladen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun ist immer noch zu viel. Sogar 10. Er ist uns entwischt. Dingens könnte das kriegen. Die Batwa dulden diese Beleidigung nicht. Ich rufe Palatsch an die Position. Noch ein bisschen Gang habe ich noch. Der da oben wird mir nichts tun. Ich mache mir eher Sorgen um die beiden da. Er hier auf dem Dach. Schicken Position eines 1033. Anweisungen folgen. Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Persönlich darum kümmern, Daigo. Macht einfach doch mal ein paar platt. Da ist, glaube ich, noch so ein Gangmitglied. Eins. Der flüchtet. Das ist ja auch geil. Gib mir vorher noch dein Geld. Ob ich mich jetzt schon dran wagen könnte. Obwohl ich ganz ehrlich, ich traue dieser einen Person da hinten nicht. Ja, ich versuch's jetzt mal. Ich werde ihn finden. Sie können nicht entkommen. Reicht. Mir geht's gut. Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Huh?
Soweit habe ich nicht nachgedacht. Er ist entkommen! Verdammt! Scheiße, soweit habe ich nicht nachgedacht. Scheiße. Ich muss nach unten. Da kommt noch mal ein bisschen Gang. Ich weiß nicht, ob mich hier einer entdecken wird. Sie ja doch. Halt, hört mal. Na? Achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Nähe eine oder mehrere mögliche Zielpersonen befinden. Ich schicke euch jetzt Ihr Zeug. Oh Mann. Wir sind nicht allein. Sie sammeln Daten über alle Hacker-Gangs. Das ist Ihr Plan. Rauch in Deckung! Rauch in Deckung! Was? Jetzt sag mir nicht, dass das dazu nicht gezählt hat mehr. Geh kaputt. Ey, Leute, das gibt's nicht mehr. Gibt's doch wirklich nicht mehr. Mein Gott, ey. So, das machen wir aus. Schnell, schnell, fahr, kleiner Freund. Fahr, 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 fahr. Nein! Nein! Aus der erwischt uns nicht. Oh, Scheiße! Ich krieg so langsam richtig Wut, ey. Darf doch nie wahr sein. Hey, du! Komm her! Das muss aufhören! Wir brauchen unsere Hacker vor Ort!
Ach, der Ding jetzt muss auch noch aufladen. Ja gut, dann warte ich erstmal. Oh, ich muss voll aufs Klo, ey. Gib die Fahndung raus, er ist uns entwischt. Vorsicht! Ja? Ich habe eine andere Idee, wie ich das machen möchte. Und zwar schicke ich jetzt den Jumper. Mal eben hier schnell. Ihr könnt ja da euren Kram machen. Wieso geht die Alte jetzt hier spazieren? Wie geil ist das bitte? Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Ich muss da rein. Hey, Scheiße. Okay, ich muss da rein. Oh nee, ich muss doch nicht da rein. Ich kann hier stehen bleiben. Geil. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, bitte. Spürt ihn auf. Ich hätte... Oh Gott, das ist auch spannend, ey. Also langsam hat es mich jetzt auch aufgeregt. Ja, er ist uns entwischt. Ich schicke euch jetzt ihr Zeug. Oh Mann, wir sind nicht allein. Die sammeln Daten über alle Hacker-Gangs. Das ist ihr Plan. So, Missionsziel erfüllt. Wrench, bleib da. Ich bring dir dein Zeug zurück. Ich denke, da fahren wir jetzt auch eben schnell hin. Na, oh, lustig. Wow. Fuck. Die wollte ich nicht umfahren.
Ah, die ist mir auch voll vors Auto gerannt. Voll vors Auto. Hä? Hier oben? Und hier oben? Hier drinne? Ernsthaft? Noch ein höher? Was macht er denn in so einer Garage? Ach, er ist nicht auf eine Garage, ist schon so ein Garten. Tut mir leid, dass du da durch musstest, Mann. Dieser ganze Scheiß, den Dushan erzählt hat. Ich würde dich nie verraten. Er will uns bloß auseinanderbringen. Das werde ich nicht zulassen. Hör zu, er hat das FBI auf der Kurzwahltaste und wird uns echt zusetzen, also brauche ich euch alle. Wir schaffen das nur alle zusammen. Ach, er hat so ein Feuermal am Auge. Ja, ist doch nicht schlimm. Deswegen trägt er die Maske? Das sind wir. Danke, Marcus. Das FBI hat Hacker gezwungen, sie mit Hacking-Software für ihre eigenen Zwecke zu versorgen. Mit dieser Software umgeht das FBI das Rechtssystem und erhält ohne Aufsicht oder Kontrolle Zugang zu euren privaten Daten. Das FBI hat ein DedSec-Mitglied rechtswidrig festgehalten, um uns zu zwingen, auch für sie zu arbeiten. An das FBI. Dies ist kein Polizeistaat. Ihr seid keine Geheimpolizei und unsere Verfassung existiert nicht nur zum Spaß. Wir haben euren Plan, Hacker zu erpressen, entlarvt. DedSec beobachtet euch weiterhin, zum Wohle jedes einzelnen, freien Bürgers. DedSec hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Hm. Oh, Wasser! Wasser. Fettsack T-Shirt. Wieder was für die Forschung gekriegt. Kriege ich jetzt noch einen Anruf? Wenn nicht, dann würde ich jetzt gerne mal nochmal nach den Missionen Auge um Auge. Der letzte Dollar. Ach, das ist so neben. Das ist, die muss ich machen, ne? Das ist eine Nebenoperation. Was ist denn hier die Hauptoperation? Auge um Auge und Blumenläden. Okay. Auge um Auge dürfen wir also noch nicht machen. Das ist, achso, Nebending. Nee, brauchen wir nicht. Nebenoperation. Nehmen. Ja, dann machen wir jetzt das DedSec-Follower beim MoMA-Treffen. Wir haben gehört, dass sich beim Museum auf modern Art seltsame Typen in Rattenmasken herumtreiben. DedSec wird sie sich ansehen und hacken, um herauszufinden, was da los ist. Das machen wir jetzt erstmal. Es ist ganz weit unten. Hier ist der. Drohnenrennen? Wie geil ist denn das bitte? Drohnenrennen? Nur. Ey, da muss ich mitmachen. Muss ich hier? Wo muss ich dafür hin? Da. Ey, das muss ich machen. Okay, du hast eine Drohne. Check mal, wie schnell du fliegen kannst, Mann.
Überall in der Stadt gibt es Orte, die du aus der Luft sehen musst. Geh einfach raus und flieg. Schöner Spielplatz. Okay, das konnten wir jetzt doch noch nicht mitmachen. Ja. Das ist super. Wir haben gerade einen Keil zwischen Bloom und das FBI getrieben. Das FBI muss das Volk im Glauben lassen, dass es für seine Interessen arbeitet. Wenn die zu eng mit Dushan verbandelt sind, trifft jeder Treffer gegen ihn auch sie. Und sie wissen, dass wir ihn weiter angreifen. Meinst du, das FBI hält sich jetzt zurück? Vorerst. Davon gehe ich aus. So, ich muss jetzt aber eh Schluss machen. Mal erklären wir das Internet endlich zu einem menschlichen Grundrecht. Die Leute haben Handys, aber... Ja, mein Weg führt mich direkt durch Downtown. Im Bereich um Missionen musst du vorsichtig sein. Meine Lieben, ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.